Heute haben wir eine besondere Ausgabe. Wir tauchen ein in die Welt der antiken Funde, die in verschiedenen Teilen der Welt gefunden wurden, von Ägypten bis China. Und uns erwarten Begegnungen mit der seltenen Handschrift von Königin Kleopatra, einer geheimnisvollen versunkenen Stadt und sogar der Rekonstruktion eines alten keltischen Bieres. Schaut unbedingt bis zum Ende. Hallo Freund, du bist auf dem Kanal Körtop. 6000 Jahre alte menschliche DNA. In der Stadt Wuxi in China haben Archäologen die DNA eines Menschen entdeckt, der hier vor 6000 Jahren lebte. Diese Moleküle wurden in zwei Gräbern gefunden, die mit der Kultur von Majiabang aus der mittleren Neolithikum-Ära in Verbindung gebracht werden. Bisher waren die Informationen über die Bewohner dieser Region begrenzt. Dank neuer Funde wissen wir jedoch jetzt, dass die ersten Menschen vor mindestens 6000 Jahren in Wuxi siedelten. Während der Forschungen, die im April 2022 begannen, wurden über 100 Spuren der ältesten menschlichen Aktivitäten entdeckt, einschließlich zwei Gräbern mit DNA. Antike Kinderschuhe. In einem österreichischen Dorf namens Dürnberg haben Archäologen eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Sie haben ein antikes Paar Kinderlederschuhe mit vollständig erhaltenen Schnürsenkeln gefunden. Durch die Bewertung ihres Stils und Designs haben die Wissenschaftler festgestellt, dass die Schuhe aus dem 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung stammen, einer Epoche, die als Eisenzeit bekannt ist. Laut den Daten des Deutschen Bergbaumuseums Bochum und des Leibniz-Forschungsmuseums für Georessourcen entspricht die Größe des gefundenen Artefakts der 30. Größe des modernen europäischen Systems. Die Einzigartigkeit dieses Fundes liegt in seiner Erhaltung. Der Hauptgrund für den perfekten Zustand der alten Schuhe ist Salz. Das Dorf Dürnberg war schon immer für seine Salzminen bekannt und Salz konserviert organische Materialien hervorragend. Organische Gegenstände zerfallen normalerweise im Laufe der Zeit, aber dank der einzigartigen Erhaltungsbedingungen geben die alten Textilreste, die in dieser Gegend gefunden wurden, den Wissenschaftlern die Möglichkeit, mehr über das Leben der Menschen in der Eisenzeit zu erfahren. Mumie auf dem Gipfel der Pyramide. In Peru haben Archäologen eine Mumie entdeckt, die etwa 1000 Jahre alt ist. Die Forscher glauben, dass die Mumie zur präinkaischen Kultur Yxma gehört. Die Mumie wurde in einem einfachen runden Grab auf der Spitze einer Pyramide begraben, die sich im Zentrum des Wohnviertels der Hauptstadt Perus, Lima, befindet. Huacapuclana ist eine monumentale Lehmpyramide, die mehr als 20 Meter hoch ist und sich im Stadtteil Miraflores befindet. Diese Konstruktion, bestehend aus 7 stufenförmigen Plattformen, wurde von der Lima-Kultur errichtet, die sich zwischen 200 und 700 unserer Zeitrechnung an der zentralen Küste Perus entwickelte. Dieses Objekt diente als wichtiger religiöser Zentrum für die alten Bewohner. Auf der Plattform wurden wahrscheinlich rituelle Zeremonien durchgeführt. Auf dem Gelände von Huacapuclana wurden 3 deutlich ausgeprägte Besiedlungsphasen vor der Ankunft der Spanier festgestellt. Die erste war die Lima-Kultur, gefolgt von den Huari- und Yxma-Kulturen. Die Yxma-Kultur, die sich ungefähr im Jahr 1000 unserer Zeitrechnung entwickelte und bis zu ihrer Assimilation durch die Inkas im 15. Jahrhundert bestand, nutzte die Pyramide als Begräbnisstätte. Der Fluch der Terrakotta-Armee. Die majestätische Terrakotta-Armee, eine der erstaunlichsten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts, blieb lange Zeit unter der Erde verborgen, unsichtbar für die Augen der Menschheit. Diese unglaubliche Entdeckung wurde zufällig von Bauern in den 70er Jahren in der Stadt Xi'an im Nordwesten Chinas gemacht. Während sie einen Brunnen gruben, stießen ihre Schaufeln auf Fragmente alter Keramik. Niemand hätte vermuten können, dass sie auf eine ganze Armee von 8000 Tonkriegern trafen. Hinter der Schönheit und Pracht dieses archäologischen Wunders verbirgt sich ein dunkles Geheimnis. Legenden zufolge wurden tausende Arbeiter, die an der Schaffung dieser Armee beteiligt waren, lebendig zusammen mit den Statuen begraben, um das Geheimnis des Grabstandortes zu bewahren. Im Laufe der Zeit erlebten viele, die versuchten, diesen Ort zu erforschen oder sich sogar nur den Statuen zu nähern, Unglücke und Katastrophen. Dies gab Anlass zu Gerüchten über einen Fluch der Terrakotta-Armee. Unter den Einheimischen besteht der Glaube, dass die Geister der alten Krieger ihren Kaiser beschützen und keinen Kontakt mit ihren Statuen dulden. All dies macht die Geschichte der Terrakotta-Armee noch faszinierender und geheimnisvoller und erinnert daran, dass die Vergangenheit manchmal zurückkehren kann, um uns an sich zu erinnern.
Und während Millionen von Augen auf die majestätischen Statuen der Krieger blicken, stehen irgendwo in der Tiefe geheime Wächter weiterhin Wache über ein altes Geheimnis. Goldmünzen an der Stelle eines heidnischen Tempels. Alle in Wingrum gefundenen Artefakte sind für Forscher wirklich einzigartig. Diese kleinen quadratischen Münzen oder möglicherweise Amulette spiegeln die Kultur und Kunst einer fernen Ära wider, in der die alten Völker Nordeuropas Heidentum praktizierten und komplexe Rituale schufen, in denen solche Gegenstände verwendet wurden. Der Fund in Wingrom ist ein wichtiges Zeugnis der Frühmittelaltergeschichte in der Region und ein Beweis für ein aktives religiöses Leben. Die goldenen Artefakte könnten Symbole für Reichtum und Status gewesen sein und auch eine religiöse oder magische Funktion erfüllt haben. Die Tatsache, dass sie in der Nähe eines alten heidnischen Tempels gefunden wurden, bestätigt dies nur. Viele Archäologen und Historiker hoffen, dass zukünftige Ausgrabungen noch mehr Entdeckungen bringen und dabei helfen, das Aussehen und die Funktionen solcher Objekte zu rekonstruieren. Vielleicht haben wir noch viel über das Leben und die Glaubenssysteme der alten Völker Norwegens zu lernen. Die Atlan-Skulptur. Ein beeindruckender Fund in Chichen Itza verstärkt das Verständnis der umfangreichen kulturellen Verbindungen zwischen den alten Zivilisationen Mexikos. Der entdeckte Atlant spielte wahrscheinlich eine wichtige Rolle in religiösen oder kultischen Zeremonien und seine detaillierte Schnitzerei spricht für das hohe Niveau der Handwerkskunst der alten Handwerker. Die Tatsache, dass die Skulptur während des Baus in einem modernen Viertel gefunden wurde, erinnert uns daran, wie tief die Wurzeln der Geschichte in die Erde eindringen, selbst an Orten, die lange vergessen oder verloren geglaubt wurden. Der Atlant aus Chichen Itza wird ein weiteres Zeugnis der glorreichen und facettenreichen Geschichte der alten mexikanischen Zivilisationen sein. Ein 1500 Jahre alter Maya-Palast. Auf der Halbinsel Yucatan, in der Stadt Caba, haben Archäologen eine einzigartige Entdeckung im Zusammenhang mit der alten Maya-Zivilisation gemacht. Die Forscher entdeckten zwei prächtige Wohnkomplexe und einen majestätischen Palast mit einer Länge von 26 Metern. An der Fassade des Gebäudes sind rechteckige Säulen zu erkennen und die Dekoration besteht aus Darstellungen von Vögeln, Federn und Perlen. Im Inneren der Räume wurden Keramikreste gefunden, einschließlich bemalter Gefäße. Lourdes Toscano Hernandez, die Leiterin des Forschungsprojekts, betont, dass diese Räumlichkeiten das Zuhause derjenigen waren, die die Stadt leiteten und möglicherweise administrative Funktionen ausübten. Trotz ihrer Pracht waren diese architektonischen Strukturen bis vor kurzem unter dichter Vegetation verborgen. Die Datierung der Gebäude steht noch aus, aber es ist bekannt, dass die Stadt Caba zwischen 250 und 500 nach Christus gegründet wurde. Die Gräber der elitären Lords. In den Hochgebirgen der peruanischen Anden, in der Provinz Vilcas-Huaman, Region Ayacucho, haben Archäologen 7 antike Gräber entdeckt, die der Oberschicht der Bevölkerung zugeordnet werden. Laut den Forschern sind die menschlichen Überreste in den Gräbern etwa 2900 Jahre alt. Diese Zeit geht der Wari- oder Huari-Kultur voraus, die zwischen 500 und 1000 nach Christus in den Anden und den Küstenregionen des heutigen Peru blühte. Die gefundenen Begräbnisse gehörten herausragenden Persönlichkeiten, die als Herren von Vilcas-Huaman bezeichnet wurden. An der Ausgrabungsstätte entdeckten die Archäologen 3 Hügelgräber, umgeben von Terrassen mit Steinmauern und zahlreichen Keramikfragmenten. Unter der runden Struktur entdeckten Wissenschaftler mehrere Gruben, die mit Platten bedeckt waren und in denen sich Überreste befanden. Zusammen mit den Körpern wurden Gefäße als Opfergaben gefunden. Während der Ausgrabungen fanden Archäologen viele Grabbeigaben, darunter Metallnadeln, Ringe und goldene Federn. Diese Funde deuten darauf hin, dass die Bestatteten dem Adel angehörten. Rezept aus dem Grab. Tschechische Wissenschaftler haben keltisches Bier wiederhergestellt, basierend auf Pollenforschungen aus einem alten keltischen Grab in Mähren. Bier hat tiefe Wurzeln. Die ersten Spuren davon führen zurück zum Nahen Osten, wo Brauereien vor etwa 5500 Jahren entstanden sind. Dennoch bleibt seine vollständige Geschichte bis heute ein Geheimnis. Die Ausgrabungen, die in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt wurden, haben neue Horizonte im Verständnis alter Kulturen eröffnet, indem sie das Leben und die Traditionen der präkeltischen Völker offenbarten. Moderne Pollenanalysen, die an diesem Ort durchgeführt wurden, haben Spuren von Hirse und anderen Gräsern aufgedeckt,
die von den Kelten zur Bierherstellung verwendet wurden. Wissenschaftler vermuten, dass einige Zutaten wie Klee als Süßungsmittel für das Getränk gedient haben könnten, was auf komplexe Geschmacksvorlieben und Technologien der Antike hinweist. Das gebraute Bier, Tauriale, hat einzigartige Geschmacksqualitäten, die sich von modernen Sorten unterscheiden und die Rolle verschiedener Kräuter und Gewürze in seiner Herstellung hervorheben. Die Abwesenheit von Hopfen gibt dem Bier ein besonderes Geschmacksprofil und erinnert an Rezepturen aus dem Mittelalter. Bier, als eines der ältesten Getränke der Menschheit, verbindet weiterhin Menschen über Kulturen und Jahrhunderte hinweg. Mit Edelsteinen verzierte Zähne. Alte Zivilisationen überraschen moderne Wissenschaftler mit ihren Techniken und Traditionen. Eine dieser erstaunlichen Traditionen war das Zähneverzieren bei den Maya. Dieses Phänomen, das von Archäologen in Mexiko entdeckt wurde, zeugt von einem hohen Entwicklungsstand der zahnärztlichen Kunst und zeigt, welche modischen Trends zu dieser Zeit vorherrschten. Faszinierend ist, dass diese Schmuckstücke weniger Zeichen von Status oder Reichtum darstellten, sondern vielmehr als modisches Accessoire galten. Dies deutet darauf hin, dass die Maya eine ausgeprägte soziale Hierarchie besaßen und großes Augenmerk auf Körperpflege und äußere Erscheinung legten. Gold und Edelsteine auf den Zähnen waren jedoch nicht die einzigen Verzierungen. Archäologen entdeckten auch Zähne mit Kerben und Vertiefungen, was auf komplexe Dekorationsmethoden hinweist. Viele Funde, die in Mexiko gemacht wurden, haben es Wissenschaftlern ermöglicht, mehr über das Leben und die Traditionen der alten Maya zu erfahren. Obwohl viele Aspekte ihrer Kultur immer noch ein Geheimnis sind, hilft jeder neue Fund dabei, ein vollständigeres Bild dieser erstaunlichen Zivilisation zu erstellen. Ein hölzernes Bauwerk, das eine halbe Million Jahre alt ist. Archäologen aus China haben eine erstaunliche Entdeckung am Kalambo-Wasserfall in Südafrika gemacht. Sie haben Spuren des Lebens uralter Vertreter der Gattung Homo gefunden, die etwa 476.000 Jahre alt sind. Die Hauptentdeckung sind Fragmente einer Holzkonstruktion, die darauf hinweisen, dass diese Menschen das Holz nicht nur zur Herstellung von Werkzeugen, sondern auch zum Bauen verwendeten. Die Ausgrabungsstätte Kalambo-Fälle ist selbst ein archäologischer Schatz, in dem Artefakte verschiedener Kulturen entdeckt wurden. Aber diese jüngste Entdeckung hat unsere Vorstellungen vom Lebensstil der alten Menschen revolutioniert. Holzkonstruktionen aus der Zeit des mittleren Pleistozäns beweisen, dass die Menschen dieser Zeit einen sesshaften Lebensstil führen konnten, indem sie sich mit dem Bau und der Verarbeitung von Holz beschäftigten. Wissenschaftler sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Konstruktionen Teil einer Wohnstätte oder einer anderen großen Anlage waren. Möglicherweise nutzten sie diese nicht nur als Unterschlupf, sondern auch für soziale oder religiöse Zeremonien. Die Frage, wer genau der Schöpfer dieses architektonischen Erbes war, bleibt allerdings offen. Es könnte Homo erectus oder ein anderer Vertreter der Gattung Homo gewesen sein. Nun haben Wissenschaftler allen Grund zu glauben, dass die uralten Vertreter der Gattung Homo viel fortschrittlicher waren, als wir bisher angenommen haben. Die Handschrift von Königin Kleopatra. Ägypten, ein Land, das viele Geheimnisse der Vergangenheit birgt, hat die Weltgemeinschaft erneut verblüfft. Archäologen haben einen Papyrus mit einem alten Erlass gefunden, datiert auf das Jahr 33 vor Christus, von dem Experten vermuten, dass er von Kleopatra selbst unterzeichnet wurde. Dieses Dokument bezeugt den hohen Status des römischen Offiziers Publius Canidius, der von der Steuerpflicht befreit wurde. Besondere Aufmerksamkeit erregte das griechische Wort Ginestoi, übersetzt als »Es sei so«, welches wahrscheinlich von der Hand der Königin selbst stammt. Dieser Gegenstand bietet Wissenschaftlern eine einzigartige Möglichkeit, einen Blick in den Alltag und die Verwaltungstätigkeit der altägyptischen Monarchie zu werfen. Der niederländische Professor Peter van Minnen betont, dass die Struktur des Dokuments und das Fehlen einer formellen Einleitung von Kleopatra den Text zu einer persönlichen Botschaft der Königin an einen hochrangigen Beamten machen. Der Fund bestätigt die Hypothese, dass Kleopatra aktiv an der Staatsführung beteiligt war und sich nicht nur auf die symbolische Rolle eines Monarchen beschränkte. Der Papyrus berichtet von engen diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ägypten und Rom. Ein solcher Papyrus, in dem möglicherweise die Handschrift einer der berühmtesten Frauen der Geschichte erhalten geblieben ist, ist ein wahres Schatz für Historiker und Archäologen. Obwohl viele Aspekte des Lebens von Kleopatra noch immer ein Geheimnis sind, bringt uns jeder neue Fund näher an das Verständnis dieser rätselhaften und großen Königin.
Der Tempel der Aphrodite unter Wasser. Forscher haben kürzlich einen versunkenen Tempel der Göttin Aphrodite vor der Küste von Alexandria entdeckt. Dieser außergewöhnliche Fund zeigt, wie tief die Verbindungen zwischen den alten Ägyptern und Griechen waren. Ein solcher Fund belegt, dass griechische Seeleute und Händler nicht nur ägyptische Häfen besuchten, sondern auch einen Teil ihrer Kultur hinterließen, indem sie Tempel zu Ehren ihrer Gottheiten errichteten. Die aus Keramik und Bronze gefertigten Gegenstände, die im versunkenen Tempel gefunden wurden, kamen aus dem fernen Griechenland in das alte Land der Pharaonen. Wenn man an die Geschichte von Heraklion denkt, die Stadt, die unter den Wellen der Bucht von Abukir verloren ging, kann man sich vorstellen, wie dieser einst blühende Ort ein Zentrum des kulturellen und wirtschaftlichen Austauschs zwischen Ägypten und der antiken Welt war. Vor etwa 1200 Jahren im Mittelmeer versunken, enthüllt Heraklion weiterhin seine Geheimnisse und überrascht und fasziniert Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Wie Sie sehen, ist die Geschichte voller Rätsel und jede Entdeckung bringt neue Erkenntnisse. Wir sind den Wissenschaftlern und Forschern dankbar, die an den Geheimnissen der Vergangenheit arbeiten und uns ermöglichen, sie aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Ich freue mich, dass Sie mich auf dieser faszinierenden Zeitreise begleitet haben. Abonnieren Sie den Kanal und schon bald erwartet Sie ein neues Video. Vielen Dank für Ihre Aufrufe. Bis bald!